Ja, heute haben wir eine Home Story bei Herrn Dr. Merkan, dem großen Architekten, und nun wollen wir mal sehen, wie er privat wohnt. Hallo? Hallo? Ach, Besuch! Ja, warten Sie, ich komme gleich raus. Ja, wegen dem Interview. Das ist ja schön, ja, dass ich das geschafft habe, Sie zu sehen. Darf ich mal eben kurz gucken, wie Sie wohnen? Eigentlich nicht so gern. Ach, nicht so? Ach so. Aha. Ah ja. Mhm. Das ist ja ein Ding, dass Sie so wohnen, so klein, wo Sie doch diese großen Häuser bauen, diese Hochhäuser in weltweit, in den großen Städten, in China und in New York und überall. Ja, wissen Sie, man baut ja überall verschieden, nicht wahr? Aber ich finde, das passt sehr gut. Ja, das ist ja nett. Und Ihre Familie? Ach, das ist ja gar kein Problem, also wenn Sie darauf anspielen. Nein, also ich wohne unten. Ach so. Und meine Frau, die drei Kinder, die Meerschweinchen, unterm Dach, die Katze und der Hund wohnen oben. Das ist im Prinzip gar kein Problem. Und was sind Ihre neuen Projekte? Naja, ich werde jetzt zunächst mal hier diese Skripte hier alle durcharbeiten und dann anschließend werde ich Herrn Gerkan bei seinen Arbeiten beraten. Ach ja, der soll auch das Haus gebaut haben, ja, habe ich gehört. Ja, das ist nach seinen Plänen gemacht, das ist richtig, ja. Ja, das ist ja schön. Und diese Schneeglöckchen, die sind ja auch sehr schön. Oh, da unten sind sie. Die sind aber nicht von mir. Nein, Pflanzendesign machen Sie ja nicht. Nein, das mache ich überhaupt nicht. Also die Pflanzen sind wirklich von Natur aus selbst getuscht. Mhm. Ja, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja gut, also vielen Dank, das war sehr nett. Ich muss weiterarbeiten, aber viel Erfolg. Ja, danke, tschüss.